funktioniert ja schon ewig. Man erzählt sich eben gerne mal einen Witz zwischendurch. Und ich dachte, ich erzähle ihn einfach mal einen. Den habe ich heute gehört und finde ich so schön. Der spielt ganz woanders und vor vielen Jahren im alten Russland, in Sankt Petersburg nämlich. In Sankt Petersburg war eines Abends eine Gesellschaft. Die Leute feierten, die Aristokratie der Stadt, die vornehmsten und reichsten Leute, Adlige. Und man nahm ein Schlückchen, parlierte ein wenig, Französisch und so, spielte Motetten und Liedchen auf dem Klavier. Eine ganz gepflegte Party also. Und man hatte das Gefühl, man müsste auch einen einfachen Menschen einladen. Und man lud einen Matrosen. Natürlich auch ein Admiral und andere Seeoffiziere, aber auch ein Matrose war dabei. Und nun wurden Lieder gesungen, Volkslieder, und es wurde sehr lustig und sehr fröhlich. Und nur der Matrose saß ganz traurig in der Ecke und tat nicht mit. Und die Hausherrin sagte zu ihm, sagen Sie, wie war doch noch Ihr Name? Afanassi Protopenko, gnädige Frau. Afanassi, singen Sie doch auch mal ein Liedchen. Oh, gnädige Frau, das wird sich nicht machen lassen, gnädige Frau. Wir haben auf dem Wasser, wissen Sie, wir haben da so Lieder, sehr schöne Lieder, aber ebenso mehr für Matrosen. Wissen Sie, gnädige Frau, das passt hier nicht in den Rahmen, das wird sich nicht machen lassen. Aber, sagt sie, singen Sie doch ein Liedchen und wenn es mit dem Text gar zu deftig werden sollte, naja Gott, dann singen Sie eben, lassen Sie diese Worte doch aus, diese bösen Worte, und dann singen Sie eben auf La 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 weiter, nicht? Der Matrose schaut rüber zum Admiral, der Admiral macht. Also gut, dann singe ich Ihnen jetzt ein Liedchen vor, also. Wir Matrosen, wir la 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 la, wir la 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 la, und la 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 la, aber la la mitten in den Arsch.